kein afrikanischer Staat drin ist, Indien beispielsweise nicht drin ist, obwohl Indien die zweitgrößte oder die mittlerweile werden so langsam die größte Nation der Welt, ja, bevölkerungsreichste Nation, ist mit nichts zu begründen. Nur mit dem Ausgang des Zweiten Weltkrieges. Und deshalb fordern wir, dass die UN muss die derzeitige Weltlage widerspiegeln, nicht den Ausgang des Zweiten Weltkrieges. Und dies muss sich auch in der Zusammensetzung des Sicherheitsrates zeigen. Und deshalb fordern wir von der AfD einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat der UNO und wir fordern die Streichung der Feinstaatenklausel. Jetzt werden natürlich viele sagen, was ist denn die Feinstaatenklausel? Habe ich ja noch nie gehört. Also die Feinstaatenklausel ist ein Passus im UN-Vertrag. Danach können gegen Feindstaaten des Zweiten Weltkrieges, und damit sind natürlich Deutschland und Japan gemeint, und von den Unterzeichnerstaaten Zwangsmaßnahmen ohne besondere Ermächtigung durch den UN-Sicherheitsrat verhängt werden. Das schließt auch militärische Interventionen ein. Wenn Sie mit einem Völkerrechtler sprechen, sagt er Ihnen, ist obsolet, gibt es gar nicht mehr. Sagt er, ja, das sagen die Ihnen. Sagen, also die greift auch gar nicht mehr, die Feindstaatenklausel. Wir in der AfD sagen, wenn sie nicht mehr greift, kann man sie doch auch abschaffen. Ja, genau. Ich komme zur Europäischen Union. Und hier ist unser, ja, das haben Sie alle schon gelesen, wir wollen keine weitere Abgabe nationaler Souveränität, vielmehr wollen wir eine Rückübertragung von Aufgaben, die national besser bewältigt werden können. Wir lehnen